Kida, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, wir sprechen mit Lorekin, den wir... Ich weiß gar nicht, wie was wir machen sollen. Wir tun's einfach. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ist erledigt. Sagen wir erst, sagen sie gegen Onolays aus? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn wir das andere sagen, können wir das nicht mehr sagen. Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass sie gegen Onolays aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Onolays Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Onolays. Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. 24 Schmeichelnpunkte bekommen. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder zu Parasini zurück und ihr sagen, dass Lorekin mitspielt. Ist alles ein bisschen viel Lauferei. Das wird auch nicht besser werden, Leute. Das war halt früher so. Die Tendenz geht ja doch eher mittlerweile dahin, dass die Leute faul sind. Wollen nicht mehr so viel laufen, wollen am besten gleich ins Getümmel geworfen werden und danach auch wieder abgeholt werden. Ich bin da auch leider so. Ich meine, es ist ja nicht mal sonderlich hübsch hier. Sie sind ja eigentlich nur in eine Betonklotz eingesperrt und draußen schneit es wie verrückt. Also von daher, was will man hier auch großartig schauen? Würde mir nicht gefallen. So, da sind wir. Spectre. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Lassen Sie mich dann in die Garage? Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen. Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Ja, diese Schuld wird auch beglichen, aber noch nicht jetzt. Warp gefällt mir gut. Achso, wir wollten ja endlich mal Einigkeit lernen. Ja, das hätten wir damit auch getan. Ja, die zwei, die lernen doch hier sowieso automatisch. So. Nee, so. Einigkeit, wo ist es? Hier. Was ist denn das? Schildboost. Habe ich noch gar nicht hochgelegt. Ja, die brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt dürften wir eigentlich die Raumstation verlassen dürfen. Denn das war ja eigentlich unser ursprüngliches Ziel, aber es ist ja immer alles nicht so einfach. Man muss ja immer 1000 Schleichwege noch drumherum gehen. Eigentlich, wenn ich mir da draußen das Wetter so angucke, weiß ich nicht, ob es so eine gute Idee ist, nach draußen zu gehen. Hat sie nicht auch gesagt, dass wegen des schlechten Wetters die ganzen Bahnen und so weiter gar nicht mehr fahren? Naja, wir sind schließlich Commander Shepard und haben keine Angst vor Schnee. Ja, da wartet auch schon unser Marco. Der Zugang zur Garage ist beschränkt.
Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Toll. So. Ja. Hier warten schon. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Oha. Unten rechts sehen wir jetzt, dass diese Geth da hinten unsere Oh Mann. Ich bin ja echt schlecht. Muss ich ja gerade mal sagen. Den Verwüster kriegen wir irgendwie gar nicht klein. Oha. Falsche Richtung. Ja. Knien. So. Jetzt können wir gleich mal Einigkeit benutzen, denn Garrus hat's dahin gerafft. Ermüdet sind wir auch schon. Diese Viecher hier sind ziemlich hässlich. Die springen nämlich wie Flummis an der Wand entlang. Und vergiften uns auch noch. Warum knubbeln wir jetzt alle hier hinter dieser einen Kiste? Komm. Ah, jetzt gerade weggesprungen. Was sind das für Dinger? Tja, du hast wohl deinen Job nicht richtig gemacht, Fräulein. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Ich? Ich bin hier das Opfer. Die Geth griffen uns an. Geth? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Oh. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geth erfahren, geraten sie in Panik. Ja, das sind nicht Prioritäten. Das ist ihre einzige Sorge, dass die Investoren hier nicht mehr genug Geld heranscheffeln. Können wir hier was mitnehmen? Ja, ein Upgrade-Kit. So. Und da vorne wartet endlich unser Marco. Jetzt verlassen wir den Raumhafen und fahren nach draußen, um Gipfel 15 zu erreichen. Auf diesem Weg werden wir natürlich nicht unbeobachtet bleiben. Oh Mann, der lässt sich ja ziemlich übel steuern. Wir haben hier draußen Gefahrenstufe 1, erstaunlicherweise nicht mehr. Aber wahrscheinlich, weil es einfach nur sackkalt ist und nicht irgendwie toxische Atmosphäre oder sowas. Trotzdem, wir dürfen uns nicht zu lange aufhalten. Das haben wir ja jetzt schon gelernt. So, jetzt kommt auch noch Schnee dazu. Herrlich. Herrlich. Können wir später Après-Ski machen, Shepard. Irgendwie kann ich mich an den Weg... Ah doch, jetzt kommt mir was bekannt vor. So, ich glaube, hier können wir tatsächlich was einsammeln an dieser Leiche. So, ich bin immer erstaunlich weit weg, wenn ich hier aussteige. Komm, nimm's mit. Oh ja, eine Schrotflinte, eine fette. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder in den Marco rein. So, Tali. Die ist gar nicht mal so besser. Hm. Nee, dann nicht. Hier ist auch nichts Dolles. Garrus vielleicht. Nope. Obwohl doch das Avenger Sturmgewehr macht ein bisschen mehr. Wumms. So, du kannst die Benji hier nehmen, aber wir können ja
Wir können ja immer noch kein Sturmgewehr benutzen. Wir benutzen ja nur diese popelige Pistole die ganze Zeit. Mit der wir ja echt wahnsinnig viel anfangen können. So, ich glaube, hier wollen sie uns jetzt zum ersten Mal an den Sack. Ja, da hinten. Hier ist noch relativ leicht. Ah, den habe ich ganz übersehen, den Wachturm. Die sind natürlich nicht so lustig. Die schmeißen nämlich tatsächlich mit Raketen. Ja, diese Wachtürme stehen unterwegs den ganzen Weg verteilt. Nur habe ich irgendwie, den habe ich nicht mehr gedacht. So, wir können auch einfach über den Gäst drüber. Ach, über die Schilde können wir gar nicht drüber fahren. Na toll, jetzt haben wir den auch noch im Rücken stehen. Schlecht. Ganz furchtbar schlecht. Und jetzt sinkt auch noch meine Frame-Anzeige in unendliche Tiefen. Ach Leute, wollt ihr mir nicht Geld zuschicken für einen neuen PC oder sonstigen Kram? Ist da noch einer? Ja, hinten. Das macht doch so echt keinen Spaß. Ja. Mit der großen Wumme erwischt ich sie, aber nicht mit der kleinen. Oh nein. Unser Marco ist... Oh nein, nicht treffen lassen. Puh. Ist da immer noch einer? Der ist immer noch da. Das gibt's nicht. Wenn wir uns jetzt treffen lassen, sind wir, glaube ich, am Arsch. Nee, aber jetzt müssen wir uns reparieren. Das kostet 15 Universalgel, geht genauso wie heilen. Ja. Das war schon mal eine tolle Nummer hier. Das hat richtig Spaß gemacht. Hier ist auch noch irgendwas zum Einsammeln. So, was damit? Ein Upgrade-Kit. Radioaktive Munition. Hier war doch noch irgendwas. Noch ein Upgrade-Kit. Gut. Da wir jetzt eh nur mit dem Marco unterwegs sind, warten wir erstmal ab mit dem Ausrüsten. So, wir speichern mal, bevor wir hier später, ist mir nämlich auch schon passiert, bis zum Schluss gefahren und dann irgendwie gestorben und dann alles nochmal machen dürfen. Ist auch toll. Ja. Können wir den vielleicht von hier irgendwie? Dass wir einfach ums Eck bleiben. Kann er uns nämlich hier gar nichts. Komm noch ein bisschen näher ran. Ja, das hat gut funktioniert. Da waren zwar noch zwei andere kleine Geht, aber die werden wir ja hoffentlich so schaffen. Oder sind die gar nicht mehr da? Doch, da sind sie. So, wo ist der andere? Mann. Sind wir, glaube ich, zu nah dran. So. Wieder was zum Einsammeln? Ach, das müssen wir auch noch dechiffrieren. Auch das noch. Na gut. Ich könnte ja mal ein Crowdfunding starten. Allerdings brauche ich ja eigentlich eine gute... Ich muss es nur gut benennen, ne? Dann hätte ich vielleicht sogar Glück. Schwere Krogana-Rüstung, ja. Rex ist noch auf der Normandy. Der bringt uns... Da bringt uns die Rüstung gar nichts. Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon mit allen in der Hauptgruppe... Moment mal, ist hier nicht irgendwo so ein Türmchen? Nee. Gespielt... Ich kann eigentlich gar nicht sagen. Also Rex nehme ich im ersten Teil noch nicht so gerne mit. Der ist mir zu muffig manchmal. Und ansonsten mag ich aber eigentlich alle Kombinationen. Ja. Ich habe jetzt nicht alle Kombinationen, aber zumindest jeden mal in der aktiven Gruppe gehabt. Und ja, wie gesagt.
Das wird im zweiten Teil schon anders. Da habe ich, glaube ich, noch nicht jeden in der aktiven Gruppe gehabt, aber da mag ich auch nicht jeden. Zumindest einen mag ich nicht. Ich speichere nochmal. Das ist mir alles zu unheimlich hier. Außerdem ist das hier draußen so ruckelig. Da vorne ist wieder ein... Kommen wir so dran? Müsste eigentlich gehen. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, es ist nicht an uns dran gekommen. Die Schilde sehen noch relativ gut aus. Oh, 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 oh. Nicht darunter fallen. Das ist mir auch schon passiert. Oder in Lava gefallen. So, ich glaube, das hier ist schon Gipfel 5. Da ganz unten müssen wir erstmal hinkommen. So, ist er? Hier unten sehen wir den Eingang. Da müssen wir aber noch ganz außen rumfahren. So, hier sind noch tatsächlich irgendwo Türme. Hier ist einer. Den können wir, glaube ich, auf die Entfernung schon mal machen. Der erreicht uns auch hier so nicht. So, die anderen kommen jetzt mal auf jeden Fall gleich noch. Und dann haben wir... Oder ist das schon Gipfel 5? Auf jeden Fall ist das diese Forschungsstation. Das hätten wir dann schon mal. Ist das hier... Nee, das ist der Ding, wir kaputt gemacht haben. Was ist hier? Das ist auch keiner. Wo sind die denn? Die sind doch hier irgendwo. Ich weiß es ganz genau. Da unten kriege ich den ersten schon angezeigt. Das ist aber blöd, wenn ich ihn angezeigt kriege, dann... kann er mich natürlich auch wegballern. Ach Gott, bin ich gerade erschrocken. Ach, vom eigenen Hund zu Tode erschreckt. Auch was. Gott, mein Herz. Nee, ich glaube, das war es bisher alles. Ich glaube, jetzt haben wir freie Fahrt. Soweit. Wenn ich fahre, mir jetzt wahrscheinlich voll in einen rein. Sehen wir dann ja. Erstmal speichern. Jetzt hätte ich gerne so ein bisschen so einen Boost. Ein bisschen schneller fahren. Aber ich nehme an, wenn ich schneller fahren könnte, dann würde ich hier auch direkt runter rauschen. In den Tod. So. Leute. Da oben ist da noch einer irgendwo. Ich weiß es ganz genau, dass hier noch einer ist. Tja, oder auch nicht. Doch. Also, wusste ich doch. Aber jetzt schnell, bevor er uns hier wegmörsert. So. Da Dimmer. Aussteigen. Und nichts wie rein. Waffen ziehen. Denn... Hier ist es wahrscheinlich nicht so lustig drin. Hier speichere ich zur Sicherheit auch erstmal. Denn hier ist auch so einiges los. So, da hinten ist ein fetter Kroganer, den ich nicht erreichen kann. Mit meiner krüppligen Pistole. Kann es sein, dass der Schildboost gar keine aktive Fähigkeit ist? Ach Mist, er heilt sich hoch. Komm, das darf nicht sein. Oh nein, der Titan. Eieiei, ja. So sehr auf den Kroganer konzentriert, dass ich den jetzt einfach hab rankommen lassen. Komm, noch ein Versuch. Wenn nicht, machen wir es im nächsten Part. So, wo sind wir? Hier. Erstens mal heile ich mal mit Garrus. Dann mal noch ein paar Schilde. Ich mach mal hier noch eine Granate hin. Ja, den erreiche ich. Da kommt er. So, weg mit dir. Ja, jetzt haben wir seine Schilde habe ich weg mit meinem Warp. Dann war er natürlich direkt hin.
2 Kroganer sogar. Eieiei. Irgendjemand ist schon wieder Garrus. Kommt schon, Leute. Wir sind einfach zu weit weg. So, jetzt kann ich sie aber treffen. Ich hätte mir noch ein bisschen meine Fähigkeit. Ah, okay, ich habe sie wieder. Eine ist fertig. Das macht dem Kroganer aber irgendwie nicht viel. Komm, jetzt stirb endlich, Junge. Die sind sehr hartnäckig. Warum schießt Tali denn nicht? Tali, was machst du denn da? Ach, du machst da oben irgendwas. Warte mal, Leute. Was benutzt ihr denn? Ach, Garrus ist sowieso tot. Komm, benutzt doch nicht die Schrotflinte auf die Entfernung. Eieiei. Mit Amateuren hat man es hier zu tun. Oh Mann, ey, der heilt sich hier ultra hoch immer. Tali, ich brauche hier eigentlich noch deine Feuerkraft. Da oben ist auch noch einer. Was ist denn mit Garrus los? Garrus ist schon wieder tot. Und der Kroganer hier ist komplett hochgeheilt. Los, jetzt greif doch mal den hier an. Habe ich sie jetzt dahin geschickt? Ja, ich glaube schon. Das war falsch. Du sollst nicht hinlaufen! Du sollst nicht hinlaufen! Ich glaube, ich habe ihn gerade gekillt. So, jetzt zu dir. Tali, komm schon. Blamier mich nicht hier so. Okay, den erreichen wir aber von hier gar nicht. Da müssen wir hier oben hin. Was macht sie jetzt da unten? Steht dumm rum. Komm doch mit. Ach du Heilige, wie soll das nur weitergehen in dem Spiel, wenn beide hier so Lowbird-mäßig unterwegs sind. Tali? Komm schon. Irgendwie will sie nicht. Hat keinen Bock mehr. Hat sich gedacht, wenn Garrus schon draufgegangen ist... Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Ja. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Ja, und genau das werden wir im nächsten Part tun, wenn ich hier noch schnell dechiffriert habe. Bis dann!